Moin Moin, ich bin's, der Schansen, und wir machen weiter mit Asgard's Wrath 2. Ja, unsere nächste Mission ist ja eigentlich, den Adler zu füttern. Also nicht nur eigentlich, wir machen es jetzt auch. Kurz mal gucken, wo der ist nochmal. Kann ich direkt hinreisen, ne? So, diesen Köder haben wir ja bekommen. Zum Kopf. Da ist der blöde Schädel. Ja, da bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Also ein Köder, ob wir den direkt hinwerfen oder ob der zu uns hingeflogen kommt. Wir schauen mal. Da unten sitzt er doch. Guck ihn dir an. Runter. Ich bringe euch bessere Nahrung. Ah. Reicht das immer noch nicht? Es ist gut. Ich habe es nicht probiert, aber es ist gut. Oh, es ist gut. Guck mal. Kommt mit. Ist in Ordnung. Huch, für Jennifer. Diesen Faden sahen wir voraus. Ein neuer Blechdenker, damit ihr größere Höhen erreicht. Wieder? Geh mal hinterher. Ziel abgeschlossen. Führt haltet den Falken? Still. Okay. Zähmt den Falken. Gehen wir nicht daran? Was müssen wir da machen? Einfach streicheln vielleicht? Ich streichle ihn mal. Okay. Oh, ich glaube, ich muss seinen Kopf rubbeln. Ich rubbel mal seinen Schädel. Das waren nicht die Götter, sondern ich. Wenn ihr mich verstehen könnt, haben sicher die Götter ihre Hand im Spiel. Der sieht voll cool aus. Der Teil stimmt vermutlich. Ich flog schon ewig nicht mehr so viel. Ich fasse nicht, dass ich das sage. Doch ihr seid nun frei. Ich war frei, nachdem Seths Armee uns heimsuchte. Ihr saht, wie gut ich allein zurechtkomme. Offenbar führten die Götter uns zusammen. Mir ist egal, was die Götter wollen. Ah, jetzt habe ich einen neuen Begleiter, glaube ich. Aber ihr müsst mitkommen, bis ihr eine Heimat findet. Wir können denn zu einem verwandelten Falken in euren treuen Begleiter? Wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn? Ich gehe jetzt mal runter. Nee, ich kann auch nicht runter. Das geht nicht. Wieso geht denn das nicht? Jetzt als Gott machen? Wahrscheinlich, ne? Guck, ob ich ihn fangen kann als Gott. Ah, muss ich auch zerquetschen? Wie? Ich versuche mal zu zerquetschen. Ne, dann schreit er nur. Ach, guck mal. Aha. Mal zurückgehen. Dann kennt ihr die Götter nicht. Oh. Und passt auf den Punk. Aha. Der sieht cool aus. Wohin gehen wir? Eine blutrünstige Gottheit töten, die Seth dient. Passt das für euch? Ja, wenn das ist, was nötig ist. Na, gucken. Wo sollen wir jetzt hin? Den Schädel untersuchen, aber was meinen die denn damit? Ah, kann auch fliegen, okay. Versucht es hier. Ich weiß gar nicht, wo wir hin sollen. Hä? Und da drunter? Ja, ich soll mit dir irgendwas untersuchen. Was stand da? Guck mal, was steht denn da? Das ist das Quest. Erkunde mit Paket den Schädel. Mit Paket. Paket. Das sind die ganzen, die wir geschafft haben. Hä? Das ist ja komisch. Den Schädel kontrollieren, beziehungsweise. Gut, müssen wir mal schauen. Da kann ich nichts machen.
Ich gehe mal runter. Mehr Sinn. Oh, hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Noch eine Kette runter. So, wohin als nächstes? Nun, wenn wir eine blutrünstige Gottheit suchen, ich habe vorhin einen Tempel gesehen. Ein Tempel? Könnte einen Blick wert sein. Wo hat er den denn gesehen? Direkt hinter dem Schädel in den großen Abhang runter. Klingt nach Spaß. Nach euch. Nur zu gern. Das ist ein Zeichen. Ist das so? Wir werden sehen, ob sie uns für ihre Schwierigkeiten segnen. Ich dachte, ich könnte jetzt da hochschicken. Das kann ich gar nicht. Das ist nichts für mich, fürchte ich. Na toll. Wozu bist du denn gut? Ja, das ist ja mein Kollege, der das macht. Die Katze. Dieses Mal. Ihr fallt mich. Man kann leider nicht gleichzeitig haben. Das ist ja schade. Kann er schießen? Schickt der dahin einen Rauchkreis? Ach guck mal, da kommen wir jetzt hoch. Da geht's aber auch nicht weiter. Kann ich da rüber? Nee, kann ich nicht. Da kann ich. Ach, da kann ich auch noch hoch. Okay. War falsches Pferd. Gute Kiste. Ich kann es wieder runterlassen. Bringt mir Zutaten und ich zaubere euch ein Festmahl. Hier ist nichts beim Schädel. Ich kann nichts runter machen. Das ist doch komisch. Irgendwie muss man doch hier irgendwie weiterkommen. Da hinten weiter? Hier ist auch dicht. Shit, shit, shit. Erkundet den Schädel. Der Schädel ist ja da oben. Das ist ja der Schädel. Müssen wir vielleicht noch mal hoch. Da geht's aber auch nicht weiter. Wir müssen, glaube ich, ganz hoch. Okay, ist hier irgendwas, wo wir hin können? Da hinten vielleicht. Da geht's ja weiter. Aber da kann ich. Da komme ich ja auch nicht rüber. Ach, der Schatz ist gerade außer Reichweite. Ah, okay. Ist eine Kiste. Was kann man. Haltet B gedrückt, zeigt irgendwo hin und es fliegt da hin. Okay. Fliegt man da hin? Oh, das ist ja cool. Lass zum Absenken los. Ja? Ich könnte noch weitergehen. Halte B gedrückt, zeigt auf die Plattform und lass. Ach so, okay. Nee. Ach, ich muss auf die. Ach, auf die Plattform muss ich zeigen. Ah, okay. Kann ich da rüberfliegen? Ich werde sehen, was. Ach, das ist ja sehr praktisch. Ich passe lieber auf, wo ich hintrete. Das sieht steil aus. Gar nicht so verkehrt. Oh, ouch. Das ist ein bisschen blöd. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, Alter, das ist bekackt zu steuern. Oh Mann, ey. Ach da, warte, ein Schwert. Er schuf Petardi absichtlich so. Okay. Das ist nicht blöd. Gucken wir nochmal. Und sich auf jeden Fall hochziehen. Ein Apfel gegessen, fand ich super gut. Oh. Ach, da oben ist noch so ein Ding. Okay, warte mal, ich hole das Ding da oben. Hat sich ja wieder gelohnt. Lederhaut. Okay, weiter geht's. Oh. Oh. Ist es schon vorbei? Nee, wir rutschen noch, du Affe. Da. Gut, da müssen wir ran. Daran, 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 daran. Sehr gut. Okay. Danke. Angehende Gottheit. Ihr besitzt eine Fertigkeit. Eine würdige Kreatur. Euch über die Schlucht tragen. Euer Sterblicher muss sich nur festhalten. Werft euer Seil aus. Ach Quatsch, ich kann an den hängen. Das ist ja ziemlich cool. Na los, mach dich mal zum Vogel, du Vogel.
besonders schwer. Ah, okay, das ist cool. Nun könnt ihr. Das ist ja ziemlich cool. Also, ist wie echt wie bei Zelda damals, ne? So immer nach und nach mehrere Fähigkeiten. Das macht schon Spaß. Komm ich da nicht dran mit der Axt? Nee, komm ich nicht zu weit weg. Gut. Dann fliegen wir rüber. Oh oh. Da hätte ich direkt überfliegen sollen. Jetzt knall ich dagegen. Im Augenblick seid ihr euch ähnlicher, als ihr ahnt. Nochmal. Ich weiß nicht. Ich habe schon am Boden genug Probleme. Jetzt kommen wir darüber, glaube ich. Und ich denke mal, bei diesen Luftgeisieren, da kann man wahrscheinlich, kriegt man wahrscheinlich Auftrieb, dass man höher kommt. Können wir gut vorstellen. Natürlich, genau so ist es. Fast. Okay. Jetzt wünsche ich mir, ich hätte die Flügel. Mal gucken. Oh. Hey, langsamer. Oh, von einem zum nächsten. Ich wäre nur ungern eine Blutspur im Sand. Oh, Glimmerkiste. Ach, klar. Kann ich ihn dranziehen? Wieso kann ich ihn nicht dranziehen? Oh nein. Oh, scheiße, ist der Vogel im Weg. Oh, das ist der Vogel im Weg. Das ist ja auch blöd. Oh nein, schon wieder der Vogel. Oh, wie dumm ist das denn? Och nö. Ah, das ist schon blöd mit dem Vogel, wenn der mal wieder im Weg ist. Muss ich ihn gleich zum Menschen machen, glaube ich. Ihr seid noch nicht mit mir fertig, oder? So, erstmal mitfliegen. Weil die Gegner werden ja überschaffen. Oh, zack. So. Machen wir die Kisten. Nee, jetzt kommen die Gegner schon? Okay. Ah, wieso kann ich mir nicht ranziehen? Das ist total blöd. Schon wieder der blöde Vogel. Ist mir der Vogel im Weg. Nein! Okay. Wer hat unser Gespräch gemacht? Ah, das ist blöd. Ah, okay. Mal gucken, was wir ein bisschen besser aufpassen. Wollen wir wieder den Sau oder? Kann ich da rüberkommen? War doch. Muss doch nicht klappen, ne? Jo. Da kommen wir ran. Nun, das war hilfreich. Ja. Ich brauche euch womöglich noch eine Weile, Paar Akett. Würdet ihr mir die Ehre erweisen? Tochter der Ennade. Ennade. Ennade, keine Ahnung, was heißt. Okay, jetzt kommen natürlich kleine Rätsel mit dem Scheiß. Lass mal gucken. Die Kiste fliegt. Gehen wir da rauf. So, jetzt. Okay, also überall Stacheln, wie ich sehe. Mhm. Hierher. Okay, da kommen wir nicht hoch. Da kommen wir nicht hoch. Das ist zu hoch. Gibt es hier irgendwas, wo wir hinkommen damit? Da oben ist noch so ein Schwebeding. Gar nicht so leicht. Was machen wir denn mal da? Tut mir leid, das kann ich. Kannst auch gar nicht, das Kackvogel. Gut. Da. Da geht's runter. Ups. Schon vorsichtig muss man sein. Also okay, also da ist glaube ich so ein Schalter dahinter, ne? Schon da ran, da ist ein Gitter davor. Nicht raus. Was ist das denn? Kann man aber nicht runter, die kann man nicht runterholen. Die schweben nur an ihrer Ebene immer, ne? Das ist doch auch Kacke. Da ist auch ein Stein im Weg nach da unten. Kann man die so auf die über die Stacheln fallen lassen? Das geht nicht, ne? Nein, bleibt das rot. Okay, das geht auch nicht. Gar nicht so leicht. Gar nicht so leicht. Oder wahrscheinlich total leicht, ich blick's gerade nicht. Das kann natürlich auch sein. Zieht euer Ding durch. Ich bin noch da. Ja, ich hab dich gesehen. Ich kann ihn zum Flug. Kann man hier drin nicht machen?
Da, da ist doch ein Schalter. Herr Ackett wirkt sehr motiviert, ah, dem Götter zu dienen. Ich hoffe, niemand erwartet, dass er mich auf den rechten Weg bringt. Dumm. Was? Oh, Alter. Mann! Das gibt's doch gar nicht. Okay, ein Schalter. Es passiert aber gar nichts, oder? Hä? Da ist noch ein Schalter. Dann ist ein Schalter da. Da komme ich nicht so rein. So, kurz mal ein Ding fahren, glaube ich. Ihr schafft es. Ich nicht. Ich werde mein Bestes geben. Ich liebe es. Ah. Da ist auch ein Schalter. Wahrscheinlich muss man beide gleichzeitig wieder oder beziehungsweise hintereinander. Dass man. Ja. Man muss natürlich gut treffen können. Ich bin nicht so gut im Treffen. Und das ist. Nein. Oh, Alter. Jetzt sind wir drin. Ach, da ist noch ein Schalter auf der linken Seite. Alle drei. Aber es passiert nichts. Hä? Es passiert ja gar nichts. Was? Warum passiert doch nichts? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Lup, 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 mit. Ist hier noch ein Schalter oder so? Also man kann das Ding auch so fliegen, ne? Nur mal so den Ball, man muss sich extra mal zeigen. Okay, haben wir. Jetzt in der Reihenfolge vielleicht. Ja, passiert auch nichts. Wieso passiert denn da nichts? Hab ich irgendwas übersehen? Muss ich ja. Aber was? Was habe ich da übersehen? Das ist die Frage. Aber man trifft doch nicht immer gleich, ne? Das ist beschissen, so halt das Ding im Weg da. Denk nicht zu kompliziert? Das ist doch viel einfacher. Vielleicht ist das viel einfacher. Als hängt das da fest. Ist doch gar nicht. Boah, danke. Jetzt der. Oh, shit. Das ist doch echt viel zu schnell, die Zeit auch. Um das zu schaffen. Okay. Nee. Oh, das. Nee, das kann es nicht sein. Das ist es nicht. Das kann es nicht sein. Dass ich jetzt erst den und dann zurück. Das dauert ja viel zu lange. Außerdem geht die Zeit viel länger da. Warte mal. Nein. Komm mal zurück. Und jetzt? Passiert ja nichts. Es kommt nichts runter und es geht auch nichts weg. Wie kann das denn sein? Ich denke. Da ist eine Leiter. Nee, warte mal, ist das so einfach? Nein, das ist nicht so einfach. Das ist niemals so einfach. Oh, dann gehen die Stacheln weg. Wie bescheuert ist das denn bitte sehr? Das ist total simpel. Das war ja total simpel gerade. Oh, wie dumm. Na gut. Also, mit denen können wir weiterfliegen. Vertragt ihr euch alle? Da werden wahrscheinlich die beiden Schalter werden wahrscheinlich für die Stacheln. Welche anderen Stacheln denn überhaupt? Sind die noch irgendwo Stacheln? Ist das nur die Kiste? Ach, da sind Stacheln. Ach, da sind Stacheln um da. Ah, okay. Ich kann da nicht andocken. Warte mal. Darüber und jetzt kommen wir da rauf. Also, das war gerade zu simpel. So simpel kann ich nicht denken. Tut mir leid, Leute. So simpel kann ich nicht denken. Okay. Ist da
das hier? Springen? Hängen? Springen? Hängen? Ja. Okay. Oh, nicht festgehalten. Oh nein. Achso, okay. Ah, Glück gehabt. Oh, ich hasse Klettern. Ne? Hab ich schon erzählt, dass ich Klettern hasse? Ich finde Klettern einfach nur beschränkt. Beschränkt beschissen. Oh, noch so längs hangeln. Diese ganze Kletterei. Wenigstens bleibe ich so in Form für den Kampf. Hört ihr, Sekhmet? Wartet nur ab. Noch höher, okay. Ach du Scheiße. Okay, müssen wir an einige Stellen hoch. Man muss es mal genau drücken, dass man genau der Kante ist, sonst lässt er los. Das ist. Ach, das ist echt blöd. Okay. Ja. Oh oh. Ja, warte. Kann ich da ran von hier? Ja, okay. Oh, nicht überkreuzt, das ist nicht so gut. Schon beschränkt, so ein bisschen. Muss ich jetzt von hier springen? Darüber springen? Muss ich abstoßen und springen? Oh ne, ich komme noch ran, oder? Ich komme nicht ran. Mist. Oh nein! Wo hänge ich fest hier? Jetzt hänge ich hier in der Luft. Oh nein, ist egal, welche Richtung ich gehe, ich werde runterfallen. Okay, das war's. Alter, den ganzen Weg nochmal. Ja, vielleicht kannst du mich ja nach oben ziehen. Das Schwert. Ah, das ist so ein Schwert. So, jetzt. Vielleicht kannst du mich ja nach oben ziehen. Ja, los. Schade, das wäre natürlich einfacher gewesen. Und die ganze Kletterei sich ersparen. Aber das geht anscheinend nicht. Gibt's doch gar nicht. Ah, wie blöd bin ich denn zum Klettern? Okay. Nochmal das Ganze. Schon vorsichtiger sein hier. Also springen darüber kann ich nicht springen, habe ich gemerkt. Das klappt eigentlich nicht. So, gucken, wie ich das mache. Kann ich da rüberkommen mit Vogel? Geht aber nicht. Das ist doch komisch. Oh, das gibt's nicht. Ey, das gibt es nicht. Okay, für uns nochmal. Das Klettern macht auch keinen Spaß. Das macht keinen Spaß.
So, ein kleiner Cut und wir machen direkt weiter. Bin zwei, dreimal runtergefallen, deswegen, das muss ich euch jetzt nicht zeigen. Gut, geht höher. So. Gut. Schnell das Ding runterlassen, damit wir auf jeden Fall fern des Lichts, in den Tiefen Chance des Wassers haben. Ja, wenn ich ein Sonnenscheibenfragment verstecken wollte, dann im Tempel von Tefnut. Können wir mit unserem Vogel fliegen? Darüber? Oh, da gibt es doch bestimmt einen fetten Kampf jetzt hier. Irgendwas passiert hier drin. Ja, hab ich mir gedacht. Gut, dann lass mal gucken, wer da kommt. Oh, da hat er mich so hart getroffen. Kaum noch Leben. Das ist ein bisschen dolle vielleicht. Uiuiui. Jetzt wird er richtig durch, okay. Oh. Oh, ich habe nicht mehr viel Leben, ey. Oh, der ist auch tot, scheiße. Gut. Jetzt sind wir wieder weg. Kann er wieder ein bisschen ablenken. Oh, der ist gleich schon wieder tot. Kann keine Kraft. So, das war's für ihn. Nein! Ich bin in die Grütze gelaufen da und... Oh, so eine verdammte Scheiße. Könnt den Sterblichen nicht sterben lassen. Muss ich den jetzt normal besiegen? Das wäre ziemlich dumm. Aber wie ein Windhauch. Bitte nicht nochmal. Nee, müssen wir nicht. Perfekt. Das ist doch gut. Nochmal hätte ich keine Lust gehabt, den zu besiegen. Gut, wie kommen wir jetzt da rüber, ist die Frage. Was ist da oben? Ja, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht. Aber wir können auch noch zur Truhe. Komm mal hin. Okay. Mist, da komme ich auch nicht ran. Da ist auch noch was, wo man ran könnte. Zum nächsten Flug. Okay, müssen wir gucken, wo wir hinkommen. Helft ihr oder flattert ihr lieber herum und preist die Götter? Sowohl als auch. Gut. Mal gucken. Darüber kommen wir jetzt nicht einfach so. Und hier runter. Was für ein Angriff. Ich komme da nicht an die Kante ran, scheiße. Dolle ranziehen? Nee, das schade nicht. Schade. Okay. Mal anders lösen. Komme ich auch nicht hoch, ne? Das schaffe ich nicht. Kann ich mich nicht hochziehen? Das ist natürlich blöd. Der Fluss soll ich auch nicht runter. Wie kommt jetzt erstmal wieder rüber? Warte mal, da kommen wir doch schon drüber mit dem Vogel. Okay, da kommen wir rüber. Müssen wir nochmal da hochklettern. Nochmal da hochschwingen oder so. Das ist das Einzige, was ich wüsste. Testen wir mal, was geht. Ja, sollte eigentlich. Gut. Hinter ihm, jawohl. Da ist irgendwo eine Truhe. Aber rein komme ich nicht. Das ist auch blöd. Ah, okay. So, wie kommen wir da hoch?
Wonach suchen wir? Naja, wir versuchen ja irgendwie darüber zu kommen. Gucken wir mal. Was von hier aus? Obwohl, kann ich mich da hochziehen? Mit dem Vogel? Und da mich ranziehen? Kann ich ihn greifen? Oh, ich glaube doch, ich glaube, man kann greifen. Warte mal, ich versuche mal. Ich glaube, das schafft man. So. Ja, perfekt. Gut. Das waren nicht die Götter. Sag mal, die Schild aufladen. Vielleicht doch. Aber es waren nicht unsere Götter. Und dann rein. Okay, aber ich glaube, hier machen wir auch gleich schon eine Pause. Gucken mal kurz rein und dann beenden wir das Ganze. Mal sehen. Ja. Dieser Eingang sieht einladend aus. Das sieht cool aus. Nun, wie bringe ich ihn dazu, mich einzuladen? Wir fangen einfach an beim nächsten Mal hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.